Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic zusammen mit Sargasus, Immonschuss und natürlich Kalio. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession und einem Stream. Jetzt noch mal eben auf dem Laptop den Sound ausgemacht. Den hatte ich ganz kurz angelassen, um mal zu gucken, wie sich das Ganze momentan anhört. Ich denke, das Grundrauschen, was ich immer habe, ist jetzt zumindest nicht vorhanden gewesen. Ja, wir haben heute Sonntag, den 8. März. Und dementsprechend sollte vor einigen Stunden die letzte Folge vom letzten Stream gelaufen sein. Und dementsprechend können wir natürlich weitermachen. Die Aufnahme kommt dann natürlich erst frühestens am Montag. Ich denke am Dienstag, damit sich das Ganze mit anderen Videos bei mir nicht ganz so sehr überschneidet. Das muss ich aber nochmal im Plan in Ruhe nachgucken, wie ich das Ganze am besten verteile. Ja, wo waren wir stehen geblieben am Ende des letzten Streams? Wir waren natürlich auf Nar Shaddaa, haben uns hier im Geheimdienstposten, wenn ich mich recht entsinne, noch ein bisschen was an Missionen abgeholt, die uns jetzt hier nach Nordosten noch mitschicken. Einmal einige Droiden mit Sprengsätzen zerstören. Beziehungsweise die mit Sprengsätzen ausgerüsteten Droiden. Astromech-Droiden sind ja die vom Typ R2 und ähnliche, also diese kleinen Droiden. Flüchtige Leiche. Aha, okay, es gibt hier hinten eine Leiche, die wir zerstören müssen. Da war ja irgendwas mit. Ja, der wird da regelrecht ausgestellt. Und Vertragsverhandlungen, unsere Klassenmission, wo wir den Bioscanner da irgendwo benutzen müssen. Aha. Hier in einem abgesperrten Bereich. Ja, ich denke, wir machen alles so nacheinander. Der Teil mit den Droiden ist hier unterwegs. Da können wir sicherlich, während wir auf dem Weg hierhin sind, das Ganze erledigen, und auf dem Rückweg nehmen wir dann die Klassenquest. Mal sehen, ob da noch irgendwelche Personen in den Chat kommen und sich bemerkbar machen. Ich hatte kurz vor der Aufnahme jemanden drinne, der hat aber irgendeinen Link gepostet, der gelöscht wurde. Möchte ich gar nicht wissen, was der gepostet hat. Aber so ist das Leben. Ich hoffe auch, dass der Chat überhaupt funktioniert. Letzte Nacht, als ich beim. Naja, okay. Fängt ja gut an. Na, wie stark bist du jetzt? Letzte Nacht, als ich beim Na los! Wer will meine Kanone Stop sehen? Zock geguckt habe, da war während der Zeit offenbar einiges auf Twitch los und es gab sogar richtige Probleme beim Chat. Da mussten die Leute von Twitch immer Fehlersuche betreiben, weil da eigentlich nichts mehr angekommen ist. Los, weg hier! Also man hat es auch gesehen, da war ja wirklich nichts mehr los. Das Schöne war, dass der gute Hirnsturz bei sich im Stream mit einem Tool das Ganze einblenden lässt, den Chat. Man konnte sehen, egal wie viel, also zumindest ich gepostet habe, meine Sachen sind gar nicht angekommen. Und von vielen anderen sind halt auch die Sachen nicht angekommen. So sporadisch ist mal ein einzelner Post, die Test oder sowas durchgekommen. Und das war's dann auch. So, jetzt aber erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt schon wieder einen Monat oder sowas nicht mehr gespielt gehabt. Kommt also schon ein bisschen was zusammen. Harmlose Bürger, die wollen wir nicht abschicken. Raus heißt meistens neue Gegner. Hab ich nie Inventar. Ist nicht großartig was zu verkaufen. Wir gehen nach links. Cool. Gut, der wird uns alles abbremsen, also nehmen wir die Route hier rechts lang.
Können wir die Bonusquest ein bisschen besser abarbeiten? So, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das läuft heute so ein bisschen flüssiger als beim letzten Mal. Kann mich natürlich irren. Aber es ist halt so ein Gefühl. Günstig. Sollen wir auch plus 8 erledigen? Wir haben noch das Bonus-Ziel. Kinder haben. Okay. Ja, was Grünes, was haben wir denn da? Koreanisches Räuber, ist das? Nein, ausdauernd List. Ein ganz klein wenig besser als was wir haben. Okay. So, ein Bonus-Thema 13 von 25. Und noch einer. Ich muss mich selbst übertroffen haben. So, mal ich sehen, denke, das dass liest. Sie sehr zufrieden sein werden. Irgendwie gefällt mir das. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das letzte Mal schon in der Gilde war oder nicht. Es ist eine sehr kleine Gilde, bestehend aus momentan 3 Personen. Ich bin, wenn man so will, wer will meine Kanone sehen? Mit einem meiner Hauptcharaktere, der, ja, könnte man sagen, Erbe der Gilde, indem ich sie dann halt übernommen habe, nachdem ich den ehemaligen Gildenleiter gebeten habe, da er nicht mehr online ist, ja, das Ganze dann doch vielleicht weiterzugeben, damit wir dann auch mal was machen können. Denn nur der Gildenleiter kann diverse Transaktionen tätigen, wie zum Beispiel ein Gilden-Bliesfach zu holen oder wesentlich interessanter dann irgendwann sogar ein Gildenraumschiff. Aber wenn bloß 3 Leute spielen, wird das noch, naja, sagen wir mal, eine Weile dauern. Positiv ausgedrückt. Okay, Bonus-Ziel 1 erfüllt. Jetzt Bombenteile zerstören. Und ich das hier? Okay, haben wir auch was in der Nähe. Ja, so zurück zum Gildenraumschiff. Das ist sowas ähnliches wie die Festung, die ich hier habe, bloß halt für die Gilde. Und sie kostet auch nur unwesentlich mehr, so im waren das 1,5 Millionen oder 15 Millionen? Also jede Menge Credits. Und um da überhaupt dran zu kommen, braucht man erstmal ein Gildenschießfach, das dann auch nochmal lockere 600.000 kostet. Und so wie ich grundsätzlich spiele, hat keiner meiner Charaktere wirklich Geld. Bürger, die braucht man nicht abschieben. Also da sind auch die 600.000 fürs Schließfach erstmal noch eine ganze Weile hin. Hey Junge, das ist nicht nett. So, okay. Ah, da ist ein Teil. Okay, die sind grün. Ja toll, ganze 2 von 10. Ah, das ist das nächste. Oh nein, das
Sah bloß ein bisschen heller aus. Hier zumindest. Eines hier in der Passage. Ah, okay, selbst das hier geht weiter. Also ein Haufen Versager. Kommt schon. Ich wette, ich erledige mehr von denen als ihr. Nachdem wir die Droiden besiegt haben, sollen wir jetzt sogar noch imperiale Streitkräfte, anti-imperiale Streitkräfte vernichten. Hier kommen so einige Bonusziele zusammen. Okay. Sind auch in der Nähe von dem, den wir eh vernichten sollen. Und noch einer. Ich glaube, da hinten hängt er. Hinten hängt er, ja. Genial. Aber erstmal das hier vernichten. Wie eh schon sind, versuchen wir gleich mal noch das Bonusziel zu erledigen, sonst das eventuell irgendwo wegfällt. Okay. Junge, tut mir irgendwie leid. Gehen nochmal. Und wir kriegen Besuch. Oh, das ist ein etwas härterer Besuch. Wer will meine Kanone sehen? Okay. Ist ein Wunder, dass es so schnell ging. So, der ist hinüber. So, jetzt können wir. Okay. Machen wir trotz allem erstmal nach Süden auf. Das ist dann eher die Richtung. Damit wir halt erstmal das Klassenquest machen. So, weiter geht's. Brauchen noch mehr Bombenteile. Da hinten ist eins. Yep. Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Lasst mich mal in Ruhe, Leute. Ich möchte mir die hier davor knüpfen. Natürlich, meine Lautstärke ist laut genug. Das ist immer so schwer zu testen. Also was ich schon bei 6 von 10. Okay, das sind kleine Ziele. Das dort. Ist irgendein Sis am Werk? Los, weg hier! Okay. In die Richtung rennen die beiden. Lassen wir sie mal in Ruhe rennen. Denn wie ich ja schon so oft gesagt habe, ich bin keiner der anderen, was wegschnappt, bloß dass es frei bleiben. Wobei ich natürlich nicht weiß, da die das hier liegen lassen haben, ob die da wirklich das andere da auch haben wollten. Gelb. Sind auch keine Bombenteile. Da brauchen wir noch und danach gibt es dann vermutlich noch ein Bonusziel. Na los!
Ja, schreit so nach. Denn erfahrungsgemäß sind die meisten hier. Und noch einer. Ja, ich habe das Fenster offen. Hat man jetzt sicherlich gut gehört, die Tram. Aber es ist so warm, da kann ich ruhig Frischluft reinlassen. Einmal. Wo war ich? Also wie man es ja so. Wie man es ja so schön kennt, wenn es dann zwei sind, sind üblicherweise noch ein drittes Bonusziel. Wo wir dann nach Osten müssen. So, Imperial Agentenphase. Mal sehen, was uns hier drin erwartet. Außer den Videoscanner zu benutzen und sicherlich ein paar Typen über den Haufen zu schießen. Ich habe übrigens so das Gefühl, als ob ich so ein bisschen verschnupft klingen würde. Als wenn die Nase voll ist. So, fühlt sich zumindest etwas seltsam an. Ich weiß nicht, ob das auch entsprechend seltsam klingt. Kann natürlich sein. So. Ich muss mal ganz kurz. Das tut mir jetzt sehr leid. Ich hoffe, das hat man nicht allzu gut gehört. Aber da muss die Nase wirklich mal ein bisschen frei gemacht werden. Fühlt sich zumindest jetzt schon mal etwas besser an für mich. Irgendwie gefällt mir das. So, okay, da haben wir ein kleines Bonus-Team mit bei, wenn ich das richtig bekommen habe. Aber auch wenn nicht, ich mag es ja auch. Alles da noch Platz zu machen und nichts in den Rücken fallen kann. Okay, wo sollen wir jetzt den Medic-Scanner anwenden? Bioscanner, da ist er auch. Einmal zur Sicherheit Waffen, bevor das ausläuft. Und mal gucken, was los ist. Hallo Ziffer. Ich sehe alles, was der Bioscanner sieht. Blut, genetische Codes. Woher habt ihr diese Probe? Wohl von einer Evoki? Ich gehe jetzt tiefer, Ziffer, und suche nach der Signatur des Künstlers. Na, neugierig? Dieses Serum ist Kunst für euch. Sozusagen. Das versteht man wohl nur, wenn man die Feinheiten erkennt. Ein Treffer, eine Firma. Cyclones Kodierungsprozess gehört Synchat Industries. Synchat hat eigentlich Droiden, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Ausrüstung hergestellt. Doch vor 5 Jahren ging sie bankrott. Das Unternehmen existiert nicht mehr. Jemand anderes scheint ihre Technologie zu nutzen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Synchat, einem bankrotten Unternehmen, und Cyclone. Und einen zwischen Cyclone und der Terrorzelle. Wir brauchen mehr. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Synchat lebt auf Nar Shaddaa. Er hat die Firma kurz vor der Auflösung verlassen. Befragt ihn zu Synchat. Wir müssen herausfinden, was mit ihren Ressourcen passiert ist und ob sie Kontakt zu Terroristen hatten. Wenn er etwas damit zu tun hat, wird er sterben. Das bringt der imperiale Geheimdienst einem heute also bei. Wie verschwenderisch. Das Vorstandsmitglied heißt Jordal Tlan. Reich, exzentrisch, zurückgezogen. Bleibt immer in seiner privaten Casino-Lounge
und umgibt sich nur mit Druiden. Keine Besucher, keine Waffen. Es braucht einen Grund, damit er mit euch spricht. Er muss verzweifelt sein. Gibt es einen Weg, ihn zu erpressen? Ich glaube schon. Benutzt die Dinge, die ihr habt. Seht ihr diese Kisten mit medizinischen Vorräten? Wenn ihr die Chemikalien richtig kombiniert, bekommt ihr ein nicht nachweisbares Gift. Tlans Diener-Druiden werden es nicht bemerken, wenn sein Drink vergiftet ist. Wenn er dann schwitzt und keucht, könnt ihr ihm für seine Kooperation das Gegenmittel anbieten. Ich tue, was zu tun ist, aber ich entscheide selbst, auf welche Weise. Wie ihr meint. Ich schicke die Formeln für das Gift und das Gegenmittel. Wir müssen unbedingt an Tlan herankommen. Er muss euch alles über die Terroristen, das Cyclone und den Bankrott von Sinchet verraten.